Angela Müller-Giannetti. Ich habe das Programm Art Plus zusammen mit meiner Kollegin Jutta Schubert für den Verband Eucrea e.V. entwickelt. Mit Art Plus wollen wir künstlerisch begabten Menschen mit Behinderung ermöglichen, an Kunsthochschulen, Musikhochschulen, Schauspielschulen studieren zu können. Wir kooperieren in den Bundesländern mit Kunsthochschulen in unterschiedlichen Disziplinen. Das heißt, wir haben Musikhochschulen dabei, Ausbildungsinstitute für Tanz und Theater und auch in den Visual Arts bzw. bildenden Künsten. Im Rahmen von A+ nehmen Musikerinnen und Musiker beispielsweise am Hamburger Konservatorium teil im Rahmen einer Berufsorientierung. Es nehmen Studierende mit Lernbehinderung an der Hochschule für Künste im Sozialen im Fachbereich der bildenden Künste teil. Und es sind noch viele weitere Kooperationen in den nächsten 3 Jahren geplant. Das Besondere an A+ ist, dass wir viele unterschiedliche Akteure in Dialog miteinander bringen und dass wir gemeinsam mit den Kunsthochschulen zusammen neue Wege überlegen und Zwischenebenen in den Bildungsbetrieb einziehen können, wie eben künstlerische Bildung für mehr Menschen in Zukunft möglich sein kann. Mit der Fördersumme von The Power of the Arts haben wir jetzt die tolle Möglichkeit, mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben zu können. Das heißt, wir können eine Reihe von Veranstaltungen durchführen und die einzelnen Künstlerinnen und Künstler in ihrem Studium an den Hochschulen filmisch begleiten lassen. Inklusion bedeutet für uns, dass möglichst viele Menschen an künstlerischer Bildung und Bildung teilhaben können. Und dass die Gesellschaft versteht, dass Vielfalt das Leben aller bereichert.